ich habe über das Montana Black Gewinnspiel berichtet und habe auch direkt eine Abmahnung bekommen. Wow, echt? Krass. Ich war jetzt auch vor kurzem mein Gewinnspiel mit einer ganz großen Influencerin und das hat irgendwie anscheinend komplett gefloppt und dann war die Teilnahmegebühr auch über 1000 Euro. Über 1000 Euro? Montana Black Gewinnspiel, glaube ich, kostet 10 bis 15k Entry oder so. Vor ein paar Monaten habe ich einen Tipp bekommen. Einen Link zu einer geheimen Telegram-Gruppe. Und geheime Telegram-Gruppe ist immer, ist ja per se schon mit Vorsicht. Und das hier war der erste Post, den ich dort lesen konnte. Wir haben tatsächlich Sarah für morgen buchen können. Ihr letztes Gewinnspiel vor 2 Wochen gab 28.000 neue Follower. Es dürfen nur 7 Teilnehmer insgesamt dabei sein. 3 sind vergeben. Das heißt, es gibt nur 4 Plätze zu kaufen. Erwarteter Wachstum 25.000 bis 35.000. Es ist ein sehr exklusives Gewinnspiel. Dementsprechend auch der Preis pro Platz. Meine Quelle hat mir gesagt, der Preis pro Platz wäre angeblich 6.000 Euro. Die Plätze waren innerhalb von kürzester Zeit weg. Ich bin ja, das ist, Sarah ist Sarah Lombardi oder was? Ich glaube, das wäre nicht 6K für so ein Gewinnspiel, bei ihr wäre tatsächlich gar nicht so viel. Also ich kenne eigentlich die Preise von diesen Gewinnspielen. Also auf eine Telegram-Gruppe gestoßen, wo eine bekannte Influencerin augenscheinlich mal eben 24.000 Euro gemacht hat. Und jetzt denkt ihr bestimmt, oh Gott, welche Community wurde hier denn abgezockt? Aber nein, die Leute, die hier Cash auf den Tisch gelegt haben, waren andere Influencer und Influencerinnen. Wer häufig auf Instagram ist, der weiß vielleicht, auf was ich hier gestoßen bin. Was sind Preise für so Gewinnspiele? Naja, kommt drauf an, wie viel Follower die Person hat oder wie halt auch so das Wachstum ist. Aber ich glaube, so ein Monte kostet schon so 10k plus. Großen bin. Der geheime Untergrundhandel der Instagram-Gewinnspiele. Und holy shit, hat das Ausmaße. Heute enthülle ich, was Influencer und Influencerinnen mit diesen Gewinnspielen verdienen, was in geheimen Telegram-Gruppen diskutiert wird und ob kleine Influencer und Influencerinnen von größeren abgezockt werden und für wen sich dieses Business wirklich lohnt. Falls ihr nicht wisst, worum es geht, sogenannte Loop-Giveaways. Selbst Montana Black ist bei sowas dabei und wurde dafür unter anderem von Tanzverbot kritisiert. Echt, ja? Monte macht wieder dasselbe Gewinnspiel mit denselben Bedingungen, selbe scheinbar reiche Leute, die sich Follower durch Gewinnspiel mit großen Streamern einkaufen. Die Kritik war groß, er hat sie sogar angenommen, aber wird alles ignoriert, für mich verarscht. Ach, krass. Ja, schwieriges Thema. Also ihr kennt ja meine Meinung dazu, ich habe ja auch schon mal ein Video dazu gemacht. Ich halte von diesem Loop-Giveaway gar nichts. Ich glaube tatsächlich sogar, dass das für 99,9% der Leute völliger Schwachsinn ist, da mitzumachen. Für die 0,1%, wann macht es Sinn? Nur wenn wirklich die Zielgruppe sich krass überschneidet mit der Person. Ansonsten hast du eigentlich keinen Benefit dadurch. Ich habe selber schon mal überlegt, bei so etwas mitzumachen und darüber ein Video zu machen. Aber ich würde es sehr ungern mit meinem Main-Account machen. Auch Klängern hat zu einem älteren Gewinnspiel von Monte schon mal ein Video gemacht. YouTuber Mois und Katja Krasavitsch waren schon dabei. Mhm. Das Thema ist also nicht neu. Naja, die machen über 100k, wenn die so ein Gewinnspiel anbieten. Ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Also sie machen über 100.000 Euro plus. Wir gehen heute aber tiefer rein als je zuvor. Denn so funktionieren Loop-Giveaways normalerweise. Ein großer Instagram-Account postet ein Foto mit ganz vielen tollen Produkten. Um diese Produkte gewinnen zu können, muss man mehreren anderen Accounts folgen. Früher war das mal so, dass sich hier einfach Freunde zusammengetan haben und alle haben das Gewinnspiel gepostet und so die Follower und Followerinnen quasi untereinander hin und her getauscht. An sich eine Win-Win-Situation. Die Community kann... Erklär mal, wie man Geld mit Gewinnspielen macht. Naja, wenn du eine große Reichweite hast, also das ist ja eigentlich relativ simpel. Da ist sowas wie German Giveaways und so weiter, die kaufen die Preise, sagen quasi zu demjenigen, der das Gewinnspiel macht, hey, guck mal, hier hast du irgendwie 10 Plazies, du hostest das Gewinnspiel. Dann sagt der große Influencer, hey, ihr müsst der Seite folgen, von beispielsweise German Giveaways und allen Leuten, die diese Seite wieder folgt, das sind zum Beispiel 10 bis 15 Leute. Und jeder von diesen 10 bis 15 hat einen bestimmten Entry-Price bezahlt, um an diesem Gewinnspiel mitzumachen. Ja, das ist zwischen, ja, wie gesagt, je nachdem, wie groß die Reichweite ist, bis, ich habe schon mal gehört, 15.000, 25.000 Euro. Ich habe sogar schon mal 30.000 Euro von einem Influencer gehört. Und dann könnt ihr euch das ja ausrechnen, wenn da 10 Leute mitnehmen, machen und alle zahlen 10.000 Euro, dann sind einfach mal 100.000 Euro verdient.
So, dann werden die Preise davon bezahlt. Ja, 10 PlayStation, keine Ahnung, was das kostet, 3.000 Euro, dann hat man noch 97.000. Dann kriegt der Influencer vielleicht seine, weiß ich nicht, 75.000 und der Rest behält wahrscheinlich German Giveaways. So ungefähr wird es wahrscheinlich ablaufen. Kann was gewinnen und die Accounts wachsen rasant. Doch inzwischen ist das Thema Loop Giveaways. Und wie gesagt, bei so einem Monte kriegt man, glaube ich, über 100.000 Follower. Ein knallhartes Business. Wir reden von Abmahnungen, fragwürdigen Businesskonzepten, den angesprochenen Telegram-Gruppen und Blümchen. Kennt überhaupt irgendjemand Blümchen? Jasmin Wagner, aka die Sängerin Blümchen, war nämlich unter den Accounts, denen man folgen musste, um von Monte eine PlayStation 5, ein iPhone oder AirPods gewinnen zu können. Sie hatte einen sogenannten Secret Spot oder Ghost Platz, wie man in der Branche sagt. Das heißt, auf ihrem Account ist gar nicht ersichtlich, dass sie gerade die Teilnahmebedingung eines Gewinnspiels ist. Die Zahl der Follower und Followerinnen schießt einfach in die Höhe. Und wenn man Montana Black nicht kennt, dann weiß man nicht so wirklich, warum. Nicht nur das, in den meisten Fällen werden die Posts hinterher wieder gelöscht. Das Gewinnspiel von der Sarah aus der Telegram-Gruppe vom Anfang ist zum Beispiel von ihrem Instagram-Account wieder verschwunden. Hier kann niemand mehr nachvollziehen, woher das Wachstum bei den Leuten kam, die dafür angeblich 6.000 Euro pro Spot bezahlt haben. Bei dem Gewinnspiel von Montana Black vor ein paar Wochen musste man übrigens insgesamt 28 Accounts abonnieren, darunter ganz viel Shisha-Tabak, einen Süßigkeitenladen, eine Menge Coaches, die versprechen, dich richtig reich zu machen und Blümchen. Meine Vermutung ist, dass wir hier von 10.000 Euro oder mehr pro Slot sprechen. Also insgesamt rund einer Viertelmillion, die vermutlich dafür bezahlt wurde. Die genauen Zahlen habe ich natürlich nicht, aber so wäre das ungefähr branchenüblich. Wieso zahlt irgendjemand so viel Geld? Naja, Blümchen hat zum Beispiel gerade eine neue Single gedroppt und wollte die vermutlich promoten oder ihr Management. Und das hat geklappt. 50.000 neue Leute. Nee, es hat gar nicht geklappt, weil die Monte-Follower hören keine Blümchen-Musik und kaufen sicherlich auch nicht das Album. Also das ist ein sehr gutes Beispiel für ein Fehlinvestment. Am ersten Tag und sie hat sich während des Gewinnspiels quasi in ihrer Reichweite verdoppelt. Und weil das so erfolgreich ist, sprießen die Angebote dazu quasi nur so aus dem Boden. Mädelsgewinnspiele, Mädelsgewinnspiele 2.0, Blogger-Mädelsgewinnspiele, Blogger-Gewinnspiele, Blitz-Gewinnspiele, deine Gewinnspiele, Surprise-Gewinnspiele, JM-Gewinnspiele, Familiengewinnspiele 2021, Gewinnspiel for all, Gewinnspiele, Giveaways, Giftbag Giveaways, Happy Blogger Giveaways, German Blogger Giveaways, Germans Giveaways, German Giveaway, Germany Giveaways, OnlyGiveaways.de, Hype Germany Giveaway Reloaded. Und das sind bei weitem nicht alle. Bei weitem. Während das Montana Black Gewinnspiel von einer Agentur organisiert wurde, sind diese Seiten auf die Vermittler zwischen großen Influencern und Influencerinnen, die bezahlt werden, und kleinen, die dafür und für die Preise bezahlen. Richtig gehört, die großen, großzügigen Instagram-Stars, die da was für euch verlosen, kriegen meistens nicht nur Geld dafür, sie kaufen oft nicht mal die Preise selbst. Und das wird dann häufig über zahlreiche Telegram-Gruppen. Ja, aber ich verstehe, also ich muss ehrlich sagen, ich verstehe jetzt noch nicht so ganz, was der Scam daran ist. Also ich bin ja kein Fan von diesen Gewinnspielen, ich halte ja auch nichts von. Ich habe ja auch schon mal ein Video gemacht, warum das für den Algorithmus überhaupt nicht gut ist, bei solchen Gewinnspielen mitzumachen. Aber was ist genau der Scam? Also, dass jetzt Monte nicht selber die Places kauft, ist ja klar, weil er schreibt ja auch sogar in dem Post, haben für euch PlayStation besorgt und so. Also der stellt sich ja nicht hin und sagt, jo Leute, ich war jetzt für euch Playstations kaufen, oder? Gruppen organisiert. Jetzt würde man meinen, wenn es so viele Anbieter gibt, dann machen die sich doch gegenseitig kaputt. Es kann doch nicht so viele Leute geben, die dafür zahlen. Doch, klar. Anscheinend schon, denn die Nachfrage steigt, wie mir eine ehemalige Teilnehmerin erklärt hat. Ich bin aber auch in der Gruppe geblieben, obwohl ich daran nicht mehr teilgenommen habe. Und das ist eine Teilnehmerin, was hat sie für eine Kette um? Okay. Ich habe auch wirklich mitbekommen, dass wirklich so ein Kampf schon geherrscht hat, dass sie dann auch verlosen mussten, wer überhaupt noch an diesen Gewinnspielen teilnehmen kann. Da sind auch manche Mädels dann wochenlang an kein neues Gewinnspiel rangekommen, weil einfach die Nachfrage so groß war. Während unserer Recherche wurde auch das hier in eine der Telegram-Gruppen geschrieben. Da wir jedem Geldbeutel gerecht werden wollen, wird es eine neue Seite geben. Es gab eine extreme Nachfrage danach und wir wollen Plätze auch denen ermöglichen, die weniger Budget haben. Bei den meisten Gewinnspielen mit Hauptacts ist dies nicht möglich, da immer höhere Honorare gezahlt werden müssen. Immer mehr Nachfrage heißt
immer höhere Preise. Aber was denn für Preise? Das ist teilweise alles höchst professionell in Telegram geregelt, mit Preislisten sogar manchmal. Laut dieser Liste sind 50.000 bis 100.000 neue Follower und Followerinnen, also ungefähr das Wachstum von dem Montana Black Gewinnspiel, rund 10.000 bis 20.000 Euro pro Slot wert. Was mit dem eingesammelten Geld dann passiert, wird teilweise auch sehr transparent aufgeschlüsselt. Gage Blogger 10.000 Euro, Preise Verlosung 4.000, Versandkosten 100, Bildbearbeitung 50 Euro. Kleinere Accounts sind auch günstiger zu haben und werden mit hochprofessionellen Media-Kits promotet, wo genau steht, mit wie viel Zuwachs in was für Zielgruppen man rechnet. Aber was genau ist ein Ghost-Platz? Das verstehe ich nicht, weil die sagen doch immer, du musst dem Account folgen und allen Leuten, denen dieser Account wieder folgt. Wie funktioniert denn Ghost-Platz überhaupt? Kann. Ghost-Plätze sind aber immer ein bisschen teurer als Plätze, bei denen man seine Follower und Followerinnen durch einen eigenen Post auch mit in den Ring wirft. Und vielleicht denkt ihr euch jetzt, Robin, das ist mir doch egal. Sollen die Influencer und Influencerinnen doch ihr Geld ausgeben und wachsen und ich kann dann vielleicht sogar noch was gewinnen? Wo ist das Problem? Tja, darum geht's jetzt. Es ist nicht wirklich nachhaltig. Ich glaube, es ist wahrscheinlich irgendwo eine Art Sucht. Entweder werden die halt Minderwertigkeitskomplexe und geben halt viel Geld in so einem Scharlatan. Gucken wir doch nochmal in den Account von Blümchen. Sie hat zwar 80.000 Follower und Followerinnen gewonnen, aber über 30.000 seitdem auch wieder verloren. Das ist halt das Problem, ne? Im Endeffekt muss man ja sagen, die Leute folgen einem nur wegen des Gewinnspiels und folgen ihrem zweiten Account. Und nach einer Woche entfollowen sie wieder. Selbst Montana Black, der davon ja extrem profitiert, hat das in dem Interview super offen zugegeben. Ja, warum ich werde nie verstehen, warum Leute darauf aus sind, über diese Art und Weise Reichweite zu generieren. Weil entweder entfolgen die Leute danach wieder oder sie werden halt inaktiv. Auch andere ehemalige Teilnehmerinnen haben uns das bestätigt. Circa 50% der Follower entfolgen dann sowieso wieder. Ja, aber du kannst froh sein, wenn die Leute entfolgen, weil eigentlich viel schlimmer ist es, wenn du bei dem Gewinnspiel mitmachst und die Leute entfolgen dir nicht. Weil wenn sie dir nicht entfolgen, dann werden sie wirklich zu Ghost-Followern. Und interagieren nicht, aber bleiben als deine Follower. Das ist für den Algo eigentlich viel schlimmer. Also es ist sogar besser, wenn die Leute, die sich für deinen Content nicht interessieren, lieber entfolgen, weil dein Engagement dann wieder nach oben geht. Ja, wir können dir sagen, dass Gewinnspiele zwar schnell mehr Follower bringen, jedoch... Also ich sag jetzt mal so, wie gesagt, ich halte gar nichts von diesen Gewinnspielen. Ich würde auch nie bei so einem Gewinnspiel mitmachen, außer für einen Test. Weil meiner Meinung nach für 99,9% der Leute das Schwachsinn ist. Die einzige, oder ich sag mal, die einzige valide Option, dass so ein Gewinnspiel Sinn macht, ist, wenn der Influencer, der das Gewinnspiel macht, genau die gleiche Zielgruppe hat wie du. Weil dann ist die Chance hoch, dass tatsächlich durch sozusagen dieses Gewinnspiel er auf dich aufmerksam wird, er sieht deinen Content, er findet den gut und er bleibt dein Follower. Das ist die einzige valide Option. Für alle anderen Leute, zum Beispiel für Jasmin Wagner bei Monte, macht das absolut keinen Sinn und f***t eigentlich deinen Account nur komplett. Langfristig sich eher negativ auf die eigene Reichweite auswirken. Klar. Aber warum ist das denn jetzt ein Problem? Hier mal eine Beispielnachricht aus einer der Telegram-Gruppen. Weißt du schon, wie viel es kostet? Muss mein Mann schon vorbereiten? In diesen Telegram-Gruppen sind oft junge Frauen. Junge Frauen, die in vielen Fällen eben... Genau, zum Beispiel, wenn Trimax bei Monte mitmacht, also macht jetzt wahrscheinlich keinen Sinn, weil wir machen ja auch so Dinge zusammen, also er muss dann nicht wirklich bei einem Gewinnspiel mitmachen und so, aber da wäre die Zielgruppe relativ gleich und da würden Leute, die jetzt Monte folgen und Trimax nicht kennen, was wahrscheinlich unwahrscheinlich ist, weil sie ja auch Dinge zusammen machen, aber da würden wahrscheinlich viele kleben bleiben, weil sie sagen, okay, Trimax scheint auch ein cooler Typ zu sein. Wohingegen bei einer Jasmin Wagner werden die meisten natürlich wieder entfolgen, weil sie sagen, hey, warte mal, das ist null mein Content, den ich sehen will. Eben noch nicht davon leben. Frauen, die vielleicht große Influencerinnen als Vorbilder haben und auch davon träumen, so selbstständig ein eigenes Business zu haben. Ich habe die ein oder andere junge Mutter gesehen, bei denen es so wirkte, als würden sie sich so ein Einkommen neben dem Familienleben aufbauen wollen. Und daran ist überhaupt nichts verwerflich. Aber bekommen die denn für ihr Erspartes, was sie erwarten? Einen Account, bei dem sie dann ebenso Werbung verkaufen können. Viele der Follower und Follower... Okay, wenn das suggeriert wird, dann ist es natürlich Scam. Weil das funktioniert bei fast keinem, würde ich sagen. Followerinnen sind dann wieder weg, das wissen wir schon. Aber einige bleiben ja. Was sind das denn für Leute? Das sind sowohl reale Personen, das sind aber auch ganz viele, die sich Fake-Accounts angelegt haben.
Klar, bei so einem Gewinnspiel machen sich halt alle 5, 6, 10 Accounts, um größere Gewinnchancen zu haben. Und dann gibt es noch die, die ihre Gewinnchancen mit Bots erhöhen. Kann ich ja verstehen, ich will die PlayStation gewinnen. Leute, die vorher bereits eine gesunde Community hatten, erreichen die potenziell hinterher schlechter. Das berichtet zum Beispiel hier eine Influencerin schon in 2019, die einmal mitgemacht hat und sich damit den gesamten Account zerschossen hat. Was sagen denn die Veranstalterinnen auf Telegram, wenn jemand solche Bedenken äußert? Wie ihr in dieser Zeit performt, damit die Zuschauer bleiben, weil sie mögen, was sie sehen, liegt bei euch. Naja, schaut mal, also ich sag's mal so, wenn man das machen will und man hat wirklich genau die gleiche Zielgruppe, dann musst du natürlich auch gucken in der Zeit, wo die Leute kommen, dass du halt genau den Content ballerst, der einfach die höchstmögliche Überschneidung hat zu dem Content der Person, die das Gewinnspiel macht. Wenn das so ist, dann treffen die Veranstalterinnen dieser Seiten scheint oft den Geschmack nicht. Denn das ist eine Sache, die ich euch noch gar nicht richtig erzählt habe. Wer steckt denn hinter diesen ganzen Instagram-Gewinnspielseiten? Andere Influencerinnen. Das sind mittelgroße Influencerinnen, die kleinen Influencerinnen, die Plätze in den Gewinnspielen von ganz großen Influencerinnen verkaufen. Teilweise für einen Anteil. Fast immer ist die Bezahlung aber mindestens die Teilnahme. Bei jedem Gewinnspiel sind die Organisatorinnen selbst mit ihren privaten Accounts dabei. Und siehe da, die Accounts der Betreiber und Betreiberinnen von drei der beliebtesten Seiten in Deutschland schreiben alle rote Zahlen. Ja gut, aber rote Zahlen schreiben tatsächlich fast alle gerade auf Instagram. Also das, also selbst eine Dougie B, selbst eine Miss Bella, selbst ein Justin haben viele rote Zahlentage. Wenn gerade kein Gewinnspiel läuft. Und Nindo würde sie für Werbekunden relativ negativ bewerten. Heißt, die Leute, die die ganze Zeit diese Gewinnspiele verticken, müssten eigentlich selber wissen, dass das für den Account nicht gut ist. Und sie müssen aber immer weiter Gewinnspiele veranstalten, weil sonst das Kartenhaus zusammenbricht. Ich glaube, es ist wahrscheinlich irgendwo eine Art Sucht. Ich denke einfach... Wer ist das? Dass diese Gewinnspielinhaber dann einfach da irgendwie so sehr in diesem Mindset schon drin sind, dass sie da einfach selber einfach auch mit profitieren wollen. Und dann auch zu sagen, so pass auf, guck mal, ne, ich mache diese ganzen Gewinnspiele und du siehst bei mir, ich habe jetzt 400.000 Follower nach 3 Monaten oder was weiß ich bekommen. So, du kannst es auch schaffen. So, ne? Das ist so ein bisschen dieser scheinheilige Trust, den die dann an die potenziellen Kunden dann ja, weitergeben wollen. Es scheint also eine Spirale zu sein, aus der man nicht mehr so wirklich herauszukommen scheint. Und meiner Meinung nach sind die Veranstalterinnen hier oft nicht transparent. Genauso bei der Transparenz den Fans gegenüber. Das hier sind Screenshots aus den Stories einer der größten Gewinnspielseiten in Deutschland. Wir haben zusammengelegt. Hashtag Girlpower. Wie könnt ihr das finanzieren? Wir verdienen uns als Influencer Geld nebenbei. Wir sind Non-Profit. Was hier aber nicht erwähnt wird, ist, dass nach meinen Informationen nur die Kleinen hier zusammenlegen und sehr wohl die großen Influencerinnen profitieren. Nicht nur das. Naja gut, aber oft, also da muss man natürlich jetzt auch sagen, wenn Monte davon nicht profitieren würde, warum sollte er dann so ein Gewinnspiel machen? Weißt du? Also das macht ja, also das ist natürlich schon, also wenn es der große Influencer natürlich, also das, ich denke mal, das ist ja jedem klar, dass der große Influencer Geld bekommt, wenn er so ein Gewinnspiel macht, oder? Oder wird irgendwo suggeriert, dass er kein Geld bekommt? Weil natürlich, das wird ja niemand machen, wenn jetzt einer zu mir kommt und sagt, jo Torben, jetzt kommt David an, David kommt an und sagt, ey Torben, ich habe ein iPhone, verlos das mal und sag deinen Leuten, die müssen mir alle folgen. Dann sage ich ja nicht, jo David, coole Idee, das mache ich sofort. So, weißt du, wie ich meine? Also es ist ja irgendwo klar, dass die Großen halt Geld bekommen. Organisatorinnen, die sich mit diesen Seiten oft als Wohltäterinnen schmücken, zahlen angeblich nichts für die Preise oder ihre Teilnahme. Das wird alles angeblich nur von den Kleinen getragen. Ich habe die Betreiberin dazu gefragt, ich habe ihnen eine Anfrage geschickt, aber leider zum Zeitpunkt dieser Aufnahme keine Antwort erhalten. Fairerweise muss ich aber noch eine Sache sagen. Auch wenn es Bedenken gibt, ob diese Gewinnspiele langfristig nachhaltig für den Account sind oder eben nicht eher schaden, kurzfristig bringen sie was. Zum Beispiel bei Blümchen für die Promo ihrer neuen Single. Und dann mache ich dann eher dann so bei so einem Gewinnspiel mit, weil ich dann genau weiß, okay, ich kriege genau in dem Zeitraum, wo ich mein Produkt im Online-Shop launche, kriege ich genau dann die Attention. Da unterscheiden wir ein bisschen dann zwischen eben nachhaltiger Follower-Anhängerschaft, also realen Followern oder eben diesen kurzen
Effekt. Und bei so vielen Menschen, die zum ersten Mal deinen Account sehen, bleiben natürlich immer auch ein paar kleben. Das war ein Grund, warum unter anderem das Montana Black Gewinnspiel wiederum kritisiert wurde. Der YouTuber Benedict Clute wurde von einem der Veranstalter des Gewinnspiels abgemahnt, weil er kritisiert hat, dort wären mehrere Coaches dabei, die fragwürdige Businesskonzepte bewerben würden. Und natürlich werden viele davon nicht kaufen, aber viele davon sehen immer wieder diesen Content, sehen immer diese Bilder, wie die mit Lamborghini rumfahren, sehen immer wieder, wie die toll essen gehen, wie die Weltreisen machen. Und dann bekommen die immer langsam mehr dieses Minderwertigkeitsgefühl. Und das ist das Problem. Entweder werden die halt Minderwertigkeitskomplexe und geben halt viel Geld irgendeinem Scharlatan. Und nicht nur das. Diese riesigen Zahlen an Follower und Followerinnen geben dem Account natürlich auch eine gewisse Glaubwürdigkeit. Wow, der hat 100.000? Ja, safe so. 100 pro. Also viele Leute gucken nur auf die Zahl, gar nicht auf Engagement, wie viele Comments unter den Beiträgen sind und so. Klar. Was der verkauft, muss ja richtig gut sein. Es kann sich also lohnen, solange das Ziel nicht ist, langfristig eine seriöse Influencerin oder ein Influencer zu werden. Was man aber fairerweise auch noch sagen muss, viele dieser Gewinnspielseiten für Frauen achten explizit darauf, dass der Content passt. Also dass nur Frauen mit ähnlichen Themen auch überhaupt mitmachen dürfen. Das heißt, die Chance, dass hier Leute hängen bleiben, die das dann auch inhaltlich interessiert, ist auf jeden Fall höher. Es gibt aber auch eine Menge unseriöse Seiten. Es ist schon so ein bisschen so eine kleine Mafia, ist das tatsächlich. Je nachdem, an wen du, glaube ich, gerade gehst. Und deswegen würde ich da schon wirklich vorsichtig sein. Eine Sache will ich auch noch dazu sagen. Es ist tatsächlich super schwer, auf Instagram ohne sowas zu wachsen. Deswegen folgt mir auf Instagram, ihr kriegt von mir ab. Okay. Ja, also was muss man, also ja, ist jetzt nichts Neues irgendwie in dem Video, muss ich sagen. Wundert mich ein bisschen, dass das Video so viele Views bekommen hat. Aber gut, ist auch ein größerer Account, ne? Weil es ist jetzt nichts, also das ist nichts Neues, das ist nichts Besonderes oder so. Eigentlich alles bekannt. Dann sind so ein paar Punkte drin, wo ich mich halt wundere, dass das so als News verkauft wird, weil ich davon ausgehe, dass es eigentlich bekannt ist. Wie gesagt, also zum Beispiel, dass die großen Influencer Geld bekommen oder so, das ist ja relativ logisch. Was man dazu sagen muss, wenn du bei so einem Gewinnspiel mitmachst, was auf jeden Fall passiert, du bekommst, wenn du diese Follower bekommst, wird dein Ack erstmal gut abgehen. Also das ist auf jeden Fall so. Deine Story-Views gehen nach oben und so weiter. Ich habe es auch bei Max gesehen. Max hat ja mitgemacht bei so einem Gewinnspiel. Genau, also ist gut abgegangen. Der hatte 30.000 Story-Views oder so. Also mal angenommen, du gewinnst innerhalb von 5 Tagen 100.000 Follower. Dann wird der Algorithmus denken, okay, krass. Der Account scheint gerade relevant zu sein. Du bekommst mehr Story-Views, du bekommst mehr Likes auf deine Bilder und so weiter. Ne? In dem Moment, wo allerdings die Follower verschwinden und dir wieder unfollowen, hast du halt genau das Gegenteil. Ne? Das heißt, wenn du dann irgendwie so minus 20.000, minus 30.000 hast, dann sinken deine Story-Views halt ins unermesslich Kleine. So. Weißt du, wie ich meine? Also das ist halt so ein Trade. Und bei dem Algorithmus ist es tendenziell so, dass negative Follower, also wenn du Follower verlierst, ist das schlimmer, als wenn du Follower gewinnst.